Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Verleihung der DKE-Nadel. Wir haben drei Kandidaten. Wir fangen mal mit dem Herrn Dr. Martin Karmann an von der PdB. Sie bitten mal nach vorne zu kommen. Herr Karmann, Sie sind der Stromzähler. Wenn ich mir das anschaue, Sie haben sich relativ oft und lange mit Elektrizitätszähler, Electrical Energy Measurement, Tarif, Load Control beschäftigt. Im deutschen Komitee der IEC in Zenelec sind in der Smart Coordination Group auf europäischer Ebene bei Zenelec und ECI da drin, sind im Advisory Komitee und Safety Energiemessung. Ich will das fast gar nicht mehr alles vorlesen, aber Sie sind wirklich der Mann, der den Strom richtig zählen kann, damit auch die Energieversorger zu ihrem Recht kommen. Das ist eine, glaube ich, sehr interessante Arbeit und dafür möchten wir Ihnen die DKE-Nadel überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Herr Karmann, ganz herzlichen Glückwunsch. Und was war so das wichtigste Projekt aus Sicht der Normung, das Sie begleiten durften? Kann man das benennen? Also das Wichtigste würde ich nicht sagen. Es gab aber so Dinge, die besonders viel Spaß gemacht haben. Und das hatte dann auch durchaus mit der DKE zu tun, weil man hier mal auf Menschen getroffen ist, die einem auch Möglichkeiten eröffnet haben, sich zu engagieren und eigene Ideen zu entwickeln. An der Stelle möchte ich dann auch mal Herrn Uhl und seine Mitarbeiterin Frau Savides hier erwähnen, mit denen ich immer eine sehr angenehme Zusammenarbeit hatte, aber auch Herr Stein und Herr Dr. Heusinger, Herr Geiko und Herr Kosslers. Das waren also Menschen, die also immer einen unterstützt haben, wenn man mit guten Vorschlägen oder von denen man meinte, dass gute Vorschläge waren, gekommen ist. Und da waren das also insbesondere die Dinge, die so die Schnittstelle zum Menschen betrafen, die Spaß gemacht haben, also die Ergonomie zum Beispiel und auch das, was wir dann von dem Standardisierungsmarkt Grid ausgemacht haben. Also das waren die Dinge, die sich mir so besonders eingeprägt haben. So, als nächsten Preisträger haben wir den Herrn Zater. So, Herr Zater, Sie sind der geschätzte Experte in Fragen der Normung elektrische Installationstechnik, Niederspannung, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen und Schaltanlagen, elektrische Niederspannung, Schaltanlagen, Installationsverteiler. Sie machen Kabel, Verteilschränke und Hausanschlusskästen. Das ist das, was jeder bei sich zu Hause hat. Da kann er heute Abend mal gucken, mal reingucken in die Kiste, ob das auch alles wirklich zueinander passt, was er da einbauen lassen. Sie sind Obmann des Insta-Verteiler und Verlegungsmaterials, Niederspannung, Schaltgeräte, Kombination, Klemmstellen sind eine ganz besondere Spezialität, weil das muss ja sauber miteinander verklemmt sein und wenn es da klemmt, dann tut es weh, weil der Strom dann an der falschen Stelle vielleicht herfließt. So sind hier im Leben bei der IEC, sind Sie der Niederspannung, Schaltgerätekombination tätig. Ja, dafür möchten wir Ihnen die DKE-Nadel überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Herr Zater, nochmal herzlichen Glückwunsch. Nee, haben Sie ganz wirklich verdient für Ihre Arbeit, doch für die Normung und für die elektrotechnische Industrie. Herzlichen Dank. Gibt es sowas wie eine Spezialisierung in der Normungsarbeit? Ja, Spezialisierung, das ist ein schillernder Begriff. Also ich habe jedenfalls das, was ich gemacht habe, immer als Spezialisierung verstanden, nämlich sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, also nicht mit einem Produkt, das ist zu wenig, weil auch dieses Thema verteilende elektrische Energie ein System ist, das haben wir damals nicht so benannt, heute wissen wir das deutlich besser, immer mehr. Ja, genau. Und ich kann also jedem nur raten, sich, wenn er Normung angehen will, sich systemisch zu orientieren, sich ein Thema zu suchen, was systembehaftet ist und das möglich ganzheitlich zu begreifen, zu verstehen. Nur dann ist er in der Lage, auch die Schnittstellen entsprechend mit in den Normen zu integrieren. Denn das ist das A und O in der Zukunft, Schnittstellen zu formulieren, damit die Produkte, die in einem System funktionieren, sauber miteinander harmonieren. So, kommen wir zu unserem dritten Preisträger, Herrn Dr. Ingo Diefenbach von der Westnetz GmbH.
Sie sind der Mann, der dicker je kann. Dialog, Kompetenz und Engagement. Ich habe Sie kennengelernt im Bereich der Elektromobilität und Sie waren derjenige, der mit Ihrem Engagement und Einsatz es hingekriegt haben, dass die Automobilindustrie, die IT-Industrie, natürlich die Energieversorger, ja, Maschinenbauer, elektrotechnische Industrie und Verbraucher, die alle an einem Tisch saßen, so hinzukriegen, dass sie hinterher miteinander reden konnten, weil sie sprachen alle unterschiedliche Sprachen. Und das war mit einer ihrer großen Verdienste, dafür zu sorgen, dass diese Dinge zusammengebracht werden konnten. Sie sind auch bei uns im Beirat Konformitätsbewertung. Die Normung im Bereich der Elektromobilität liegt Ihnen sehr stark am Herzen. Wir haben natürlich auch mit den Steckverbindungen von den Fahrzeugen zu tun gehabt. Das heißt, dass die Elektromobilität heute so ist, dass der Wendt die Ladestation inhaltlich bauen kann, dass der Mennekes seinen Stecker anbringen kann. Da haben Sie mit für gesorgt, dass das alles so gekommen ist. Sie sind im Lenkungskreis Elektromobilität und Elektrostraßenfahrzeuge eigentlich schon ein relativ altes IEC PC 69. Ne? Und die ist bei 1 losgegangen. Sie sind jetzt, glaube ich, bei 200 und 69 war dann irgendwo dazwischen. Dafür wollen wir Ihnen die DKE-Nadel geben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herr Diefenbach, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und für den helfen Sie uns richtig machen. Unermüdlichen Einsatz für die Elektromobilität. Danke. Und das Ganze auch nochmal schriftlich, wie er es hat, also schön sagte. Okay, machen wir noch ein Foto. Starten wir mal ganz anders. Erzählen Sie doch mal eine Anekdote aus Ihrem bewegten Normungsleben. Irgendwas, was vielleicht außergewöhnlich war oder lustig. Ja, da gibt es eine Geschichte. Der Dr. Thies sagte ja eben gerade schon, das Thema Stecker ist mir irgendwo nahegelegt, also der Elektroladestecker. Und als wir seinerzeit 2008 mit dem Thema Elektromobilität starteten, war also für uns ganz klar, da sind zwei Punkte wichtig. Erstmal, jedes Fahrzeug soll nach Möglichkeit überall laden können. Das Ganze soll genauso einfach sein wie das Tanken heutzutage. Und die Fahrzeuge müssen in die intelligente Infrastruktur der smarten Netze der Zukunft integriert werden. Also zwei Punkte, Stecker und bidirektionale Kommunikation waren ganz wichtig. So, und als wir dann im September 2008 zusammen mit unserem Projektpartner Daimler die Auftaktveranstaltung E-Mobility Berlin hatten, gab es dann eine Frage von einem Journalisten, wie lange denn so ein Elektroauto zum Aufladen braucht. Und da antwortete der Zetsche von Daimler seinerzeit, na, das dauert dann so 6 bis 8 Stunden. Und dann stand in einem Saal, ungefähr so groß wie dieser hier, plötzlich in der Mitte ein Mann auf, hielt einen roten CEE-Stecker in der Hand, wedelte damit und sagte, und ich habe den Stecker, mit dem schneller geht. Das ging dann so ungefähr so ein Schmunzeln durch die Runde wie jetzt. Und wir haben dann nach der Veranstaltung zusammengesessen, der ein oder andere weiß oder ahnt, wer dieser Mann war, genau, aus dem Sauerland. Und wir haben dann hinterher zusammengesessen, wir sind uns in der Diskussion sehr schnell einig geworden, dass es eben nicht nur allein der Stecker liegt, ist, der die Ladezeit bestimmt, dass dann noch der ein oder andere Faktor dazukommt. Aber ganz wichtig aus meiner Sicht, wir waren uns schnell einig, dass es eben nicht die beste Lösung ist, Autos an der Schuko-Steckdose aufzuladen, sondern eben in einem ordentlich sicheren Drehstromsystem und damit dem Kunden mehr Leistung und damit kürzere Ladezeiten zu ermöglichen. Ja, und das war aus meiner Sicht der Auftakt auch für die Entwicklung des Mennekes oder Typ-2-Ladesteckers. Und Herr Thies, in Ihrem Vortrag habe ich es gerade gesehen, Sie entsinnen sich, wir hatten vorhin gerade das Thema, Normung muss schnell sein. Und ein Jahr später konnten wir hier in Frankfurt eben, oder jetzt sind wir Offenbach, aber in Frankfurt ist ja nicht so weit weg, den VDE-Standard zum Ladestecker veröffentlichen. Und da wäre jetzt sozusagen noch eine kleine zweite Anekdote, dass der also die Nummer 2623 hat, war nur reiner Zufall, auch wenn das meine Durchwahl ist im Büro.